Willkommen beim nächsten Guide zur PlayStation Vita. Jetzt wollen wir euch einmal den Live-Area-Screen zeigen. Der Live-Area-Screen öffnet sich automatisch, wenn ihr eine Anwendung startet. So wie jetzt hier. Das könnt ihr auch ganz einfach per Wischen vom Home-Menü aus nach rechts aufrufen. Der Live-Area-Screen bietet euch viele Möglichkeiten. Auf der einen Seite habt ihr oben die Action-Icons. Hier habt ihr zum Beispiel die Möglichkeit, das Spiel zu updaten, wenn ein Update verfügbar ist. Das breche ich jetzt an dieser Stelle mal ab. Dann könnt ihr im Internet nach dem Schlagwort, also sprich dem Spiel, suchen. Diese Suche erfolgt dann automatisch über Google. Dann habt ihr die Möglichkeit, ein Handbuch aufzurufen. Und mit diesem Aktualisierungs-Icon könnt ihr nach Updates für das jeweilige Spiel oder für die jeweilige Anwendung suchen. Bei einigen Anwendungen, die von der PS Vita System eingestellt sind, habt ihr auch noch diese hier, dieses Icon. Das ist die Online-Hilfe. Zurzeit noch nicht verfügbar, aber beim Launch solltet ihr darauf dann Zugriff haben. Der zweite Bereich ist das sogenannte Gate. Hier könnt ihr dann die Anwendung starten. Und einige Anwendungen haben zudem noch weitere Icons, die nennen sich dann Live-Items. Über die könnt ihr dann zum Beispiel direkt auf den Store zugreifen oder auf die offizielle Seite des Spiels. Also hier bei Little Deviance wären das diese beiden Icons. Und zudem könnt ihr, wenn ihr dann noch nach unten wischt, eure Aktivitäten mit dem jeweiligen Spiel, mit der jeweiligen Anwendung, euch anschauen. Und das Allerwichtigste, wenn ihr ein Spiel dann schließen wollt oder eine Anwendung, wischt ihr einfach an der Seite einmal runter und schon ist sie geschlossen. Weitere Previews, Reviews und aktuelle Gaming-News findest du natürlich auf ingame.de.